Gerhard Köfer hat das Wort erteilen. Geschätzter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Thema Flughafen in aller Munde, die Causa Prima des Landes Kärnten derzeit. Und da herrscht einfach Intransparenz politischer und rechtlicher Dauerstreit, einstweilige gerichtliche Verfügungen gibt es, Auskunftsverweigerungen und Stillstand prägen seit der Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens im Jahr 2018 das Bild, das die Öffentlichkeit rund um diesen Airport serviert bekommt. Dazu passt aber auch ganz gut, dass wir damals vom Team Kärnten einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert haben. Der wurde leider verhindert. Das Argument fehlender Prüfungsmöglichkeiten oder mangelnder Unterlagen ist vielleicht fadenscheinig, weil mit diesem Argument hätte man ja auch einen Hypo-Untersuchungsausschuss ablehnen können. Denn bei der HETA hat das Land Kärnten keinerlei Kontrollfunktion und wichtige Unterlagen werden auch hier nicht geliefert. Aber egal, mit der heutigen aktuellen Stunde wollen wir damit oder dazu beitragen, dass mehr an Transparenz gelebt wird. Dafür braucht es natürlich auch Fragen, die beantwortet werden sollen. Fragen wie diejenige, dass der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung mit allen seinen anwesenden Aufsichtsräten damals einstimmig entschieden hat, die Kohleoption zu ziehen. Die Frage lautet, ist die Kärntner Landesregierung bereit, diese klare Entscheidung auch zu bestätigen? Oder gibt es den Fall, dass die Landesregierung diese Entscheidung nicht bestätigt und die Option nicht zieht, einen Plan oder ein Konzept, wie man trotz des vergifteten Klimas mit dem Investor weiterarbeiten möchte? Wenn ja, wie würde ein etwaiger Kompromiss ausschauen? Ist die angedachte Verschiebung der Entscheidung auf das nächste Jahr, also nach der Landtagswahl, ob die Kohleoption gezogen wird oder nicht, ein politisches Kalkül? Oder einfach nur eine Form von Feigheit, in dieser Periode keine klare Entscheidung mehr treffen zu wollen. Warum droht uns der Herr Landeshauptmann plötzlich mit dem Szenario eines Flughafenkonkurses, wenn diese Kohleoption nicht gezogen wird? Wie kommt der Investor auf die spannende Summe von 100 Millionen an Schadensersatzforderungen, wo es vor einigen Wochen noch 65 Millionen waren? Was ist da passiert? Oder welches Projekt kennt Kärnten noch nicht, das hier über Nacht 35 Millionen teurer geworden ist? Warum wurde das Gutachten des Flughafens, in dem ein möglicher Schaden von 65 bis 68 Millionen aufgrund der Ziehung der Kohleoption erwähnt wird, bis dato nicht offengelegt? Ist es korrekt, dass der Aufsichtsrat des Flughafens, also nicht der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung, noch vor kurzer Zeit beschlossen hat, 177 Hektar an Lillehill zu einem Pachtpreis von 32.000 Euro im Jahr für 23 Jahre zu verpachten und der Vertreter des Landes sich der Stimme enthalten hat? Gibt es eine exakte Zusammenfassung, welche Projekte seit der Vertragsunterzeichnung tatsächlich am Flughafen auch umgesetzt wurden? Oder weiß nur ein einziges Regierungsmitglied darüber Bescheid, mit welchen seriösen Fluglinien der Investor jemals verhandelt hat, um die Frequenz zu steigern? Was ist aus dem Investor damals angekündigten 12 Piloten geworden, die damals ja noch ausgebildet werden sollten? Oder ist irgendjemandem bekannt, wo die beiden ursprünglich angekündigten Flugzeuge des Investors verblieben sind? Ich habe gestern gelesen, was hat ein Werbevideo der Firma Lillehill, das allerdings wieder rasch entfernt wurde, in der offiziellen App der SPÖ Kärnten zu bedeuten. Eine Frage, die heute schon gestellt worden ist, wie schaut der Plan, der bisher noch geheime Plan B von ÖVP-Landesrat Gruber bezüglich des Flughafens Nachziehung der Kohleoption genau aus? War es für die Vertreter des Landes und des Aufsichtsrates der KPV eine vertrauensstiftende Maßnahme, als sie vom Versuch, sich noch schnell an der KPV vorbei einen Zugriff auf Flughafengrundstücke zu sichern, erfahren haben? Und wie will man auch von der Seite der Landesregierung her das verlorene, halbe Minute noch, vergangene Vertrauen wieder aufbauen, falls das überhaupt noch ein Ziel ist? Wie bewertet die Landesregierung den durchaus kritischen Leserbrief von Magister Gunter Spath, dem ehemaligen legendären Militärkommandanten von Kärnten, der da schreibt, ich habe in meiner Dienstzeit manch dummes, utopisches oder skurriles an Vorhaben erlebt,
Diese Großkaserne am Flughafen schlägt fast alles. Und weiter, wenn statt fachkundigen Beamten in Ministerien zunehmend Parteisekretäre das Sagen haben und sich mit Geschäftemachern verbinden, kommt meist Unverdauliches heraus. Ich kürze ab. Abgelaufen. All das sind Fragen, meine Damen und Herren, der Zukunft, die auf Antworten warten. Besser heute als weiterhin sich gegenseitig mit Millionen Klagen zu drohen und so vielleicht eine große Chance zu vertun. Danke. Als nächsten Redner darf ich dem Herrn, der Frau Abgeordneten.